Also die Geschichte von Clevia ist sehr vielschichtig, aber im Zentrum steht eben Clevia Gray, eine berühmte Hollywood-Schauspielerin, die von Hollywood nach Südamerika kommt, um dort an einem neuen Spielfilm mitzuwirken. Und erst allmählich erfährt sie, dass dieser Spielfilm gar nicht dazu gedacht ist, in die Kinos zu kommen, sondern dass dieser Spielfilm ein Vorwand ist, ein südamerikanisches Land zu erobern. Man möchte als Filmteam in diesem Land drehen und dann dort eine Revolution starten und die vorhandene Regierung hinwegfetzen. Und Clevia muss also erleben, wie sie hier zum Werkzeug gemacht wird. Um dann mit der Filmkompanie in das Land zu kommen, muss sie sich scheinverheiraten. Lauter Dinge, die sie eigentlich alle nicht so toll findet, aber bei denen sie doch erleben muss, dass das ihre Karriere wahrscheinlich gut tut. Und so geht das Ganze auch vonstatten bis zur scheinbaren Konterrevolution in dem Land. Und zu allem Überfluss verliebt sie sich dann sogar noch echt in den eigentlich nur Scheinehemann. Und möchte tatsächlich in diesem Land bleiben und ihre Hollywood-Karriere aufgeben. Sodass am Ende des Stücks eigentlich alles ganz anders ausgeht, als alle es geplant hatten. Und ja, die meisten gescheitert sind an ihren Träumen, aber Clevia Gray glücklich ist. Es gibt sehr, sehr viele sehr schräge und witzige zusätzliche Figuren, die alle eins gemein haben. Sie haben alle ein sehr großes Ego und sie versuchen alle mit aller Kraft irgendwie ihr Glück durchzusetzen. Das Ganze steckt in Hafe, in die Mauern, in die Oberschenkel, dann haben sie es in der Wampen und von durch geht sie in den Brustkorb, in den unwesentlichsten Körperteil. Es gibt einen sehr verrückten amerikanischen Reporter, der immer versucht, ja, am Zahn der Zeit dran zu sein und der auch eine große Lust daran hat, eben den Zahn der Zeit ein bisschen mit zu beeinflussen und hier ein bisschen und da ein bisschen Leute auf Fährten zu setzen, um zu sehen, dass daraus möglichst große, sensationelle Meldungen werden. Gaucho des Todes, das ist dein Titel, Mr. Potterton. Was? Miss Clevia Gray irrt als verlassenes Gaucho-Liedchen in der Pampa umher, um einen neuen Partner zu finden. Im Grunde geht es in Clevia genau darum, dass zu viele Fake News wahrscheinlich ziemlich schwierig für uns Menschen zu verdauen sind. Und das Schöne an dem Stück ist aber, dass es das Thema, das ein sehr ernstes Thema eigentlich auch unserer Zeit sein könnte, in Operettenform behandelt. Und man eigentlich lacht über sich, über die Figuren auf der Bühne. Und ja, ich glaube, dass es sehr gesund ist.
zu lernen und auch zu üben, wieder über sich zu lachen und sich vielleicht selber nicht zu ernst zu nehmen. Das finde ich sehr schön.